Dating-Apps wie Lavoo oder Tinder sind in den letzten Jahren extrem beliebt und für viele alltäglich geworden. Ein Swipe kann das ganze Leben verändern. Hinter dem nächsten Match kann sich der Partner fürs Leben befinden oder ein tödliches Desaster. In unserem heutigen Video geht es um 10 Online-Dating-Bekanntschaften, die tödlich geendet sind. Jede der Geschichten ist anders. Mal ist ein frustrierter Ehemann der Täter und ein anderes Mal verbirgt sich hinter einem harmlosen Profil ein brutaler Mörder. Danke auch für euren Support. Die 20.000 Abonnenten sind deutlich wahrscheinlicher, als dass ich in den nächsten 10 Jahren auch nur ein Match bekomme. Swipe das Video gerne nach rechts und abonniert für mehr ähnliche Videos. Der gebürtige Australier Gable Toasty ist viele Jahre lang ein schüchterner und introvertierter Typ. Er hat kaum Freunde, meidet soziale Kontakte und auch sein Liebesleben läuft schleppend. Doch von heute auf morgen ändert sich sein Leben um 180 Grad. Gable stemmt Eisen und findet in der Bodybuilding-Community erste Kontakte. Er legt Wert auf sein Äußeres, ist auf Social Media aktiv und schläft, laut eigenen Aussagen, innerhalb kürzester Zeit mit mehr als 100 Frauen. Er gibt selbst zu, dass er immer neue Nummern und heiße Nächte für sein ursprünglich viel zu kleines Selbstbewusstsein gebraucht hat. Allmählich wird er allerdings überheblich. 2014 wird Gable von der Polizei betrunken nach einer wilden Verfolgungsjagd angehalten. Am 7. August desselben Jahres trifft Gable die 26-jährige Neuseeländerin Verena Wright. Die beiden hatten sich im Vorfeld auf Tinder kennengelernt und an jenem Tag in Gables Apartment an der Goldküste Australiens getroffen. Überwachungskameras zeigen, wie sie gemeinsam mit dem Fahrstuhl in den 14. Stock des Gebäudes fahren. In der Wohnung angekommen, reden die beiden stundenlang, trinken Alkohol und haben Sex. Doch irgendwann kippt die Stimmung. Es kommt zu Wortgefechten und einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei fliegt die halbe Einrichtung durch die Wohnung. Laut Tonbandaufnahmen jenes Abends hat Verena um Hilfe geschrien und mehrfach gesagt, dass sie nach Hause will. Gable hingegen sperrt sie auf seinem Balkon aus. Während er ein paar Minuten lang durchatmet, versucht die Frau, auf einen Balkon darunter zu klettern. Dabei rutscht sie jedoch ab und fällt ganze 14 Stockwerke tief in den Tod. Der Fall sorgt anschließend für große mediale Aufmerksamkeit. Die Ermittler sehen zunächst keinen Unfall als Todesursache an, sondern Mord. Gable wird daher 2016 wegen Mordes angeklagt. Doch die Tonbandaufnahmen und sämtliche Umstände entlassen den damals Anfang 30-Jährigen. Gable wird für nicht schuldig befunden und freigesprochen. Was jedoch genau an jenem Abend passiert ist und wieso die Stimmung derart gekippt ist, dass die Geschichte einen tödlichen Ausgang hat, bleibt wohl für immer ein Rätsel. Neues Jahr, neue Anfänge lautet die Unterschrift eines Selfies von Jovi Pillapil, das sie an Neujahr 2016 auf ihrer Facebook-Seite postet. Frisch getrennt von ihrem Mann blickt die dreifache Mutter einer schönen Zukunft entgegen. Die häusliche Gewalt ihres Ehemannes hat sie ein für allemal satt gehabt. Jovi macht 2007 eine pflegerische Ausbildung in Neuseeland. Dabei lernt sie ihren späteren Mann Alexander kennen. Einige Zeit später heiraten die beiden und ziehen nach Australien. Jetzt getrennt lebend, stürzt Jovi sich ins Datingleben. Was sie nicht ahnt, ihr Nochmann stalkt sie. Paranoid und krankhaft eifersüchtig überwacht er, wie schon in der Ehe, jeden ihrer Schritte. Im März 2016 trifft Jovi einen Mann, mit dem sie zuvor ein Tinder-Match hatte, zum Abendessen in Sydney. Plötzlich betritt jedoch ihr Mann das Lokal. Bewaffnet mit einem großen Messer geht er auf die beiden zu. Ohne Vorwarnung sticht Alexander auf seine Frau und ihren männlichen Begleiter ein. "Was willst du von meiner Frau?", soll er gesagt haben. Beide erliegen noch am Tatort ihren schweren Verletzungen und hinterlassen zusammen 7 Kinder. Der Täter Alexander kann nur Minuten später überwältigt und verhaftet werden. Vor dem Gericht in Sydney wird er dann wegen den 2 Morden angeklagt. Der Mitte 40-Jährige bekennt sich schuldig und wird zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 40 Jahren verurteilt.
Der Richter hat in seiner Urteilsverkündung gesagt, dass die Tat, Zitat, abscheulich war. Die aus Wickford in England stammende Grace Millane befindet sich 2018 frisch nach ihrem Bachelorabschluss auf einem Auslandsjahr in Neuseeland. Ende November kommt sie in Auckland an. Dort ist sie am 1. Dezember zuletzt von Überwachungskameras gefilmt worden. Als sie jedoch einen Tag später nicht auf die Glückwünsche zu ihrem 22. Geburtstag antwortet, machen sich ihre Eltern Sorgen. Als die Vermisstenanzeige gestellt ist, beginnt die Polizei zu ermitteln. Dabei kommt heraus, dass Grace seit Tagen nicht in ihrem Hotelzimmer war. Als die Ermittler die Überwachungskameras auswerten, sehen sie, dass die 22-Jährige in Begleitung eines jungen Mannes war, Jesse Campson. Grace hat den 27 Jahre alten via Tinder kennengelernt. Die beiden hatten an jenem Abend ein Date in ihrem Hotelzimmer. Anschließend hat er das Zimmer ohne Grace verlassen und von ihr fehlt danach jede Spur. Auffällig war jedoch, dass Jesse einen großen Koffer dabei hatte. Kurz danach ist klar, er hat Grace in dem Hotelzimmer getötet, ihre Leiche in den Koffer verstaut und den dann aus dem Zimmer gefahren. Auch dabei wird er von Kameras gefilmt. Nur einen Tag später entdecken die Polizisten Grace' Leichnam in der Nähe eines nahegelegenen Sees. Besonders grausam? Während Grace tot am Boden liegt, schaut Jesse sich nebenbei Pornos an. Die Nachricht des Mordfalls sorgt damals weit über die Grenzen hinaus für Entsetzen. Im Prozess bestreitet der Angeklagte zunächst eine Beteiligung an dem Mord. Dann gibt er jedoch zu, sie getötet zu haben. Allerdings sei das im Zuge des Geschlechtsverkehrs passiert, da sie angeblich wollte, dass er sie würgt. Doch das Gericht glaubt Jessys Story nicht. Zeuginnen, die ihn ebenfalls über Tinder kennengelernt haben, sagen aus, dass er beim Sex extrem brutal vorgeht. In einem tödlichen sexuellen Wahn hat er auch Grace erwürgt und ihre Leiche anschließend entsorgt. Jesse Campson wird vom Gericht in Neuseeland zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Mit Mitte 40 kann er theoretisch auf Bewährung entlassen werden. Die 1993 in Nebraska geborene Sydney Louf gilt als freundlicher und offenherziger Mensch. Obwohl es in ihrem Leben nicht immer glatt läuft und sie bereits als Teenagerin mit einer Krankheit zu kämpfen hat, bleibt sie stark. Auch ihre Psyche macht ihr regelmäßig Probleme. So auch im Jahr 2017. Gemeinsam mit ihrer Mutter fährt sie zu einem Arzt, um Medikamente gegen ihre Depression zu bekommen. Am 15. November postet sie auf Snapchat dieses Bild. Danach fehlt von der Anfang 20-Jährigen jede Spur. Sydneys Freunde und Familie machen sich daraufhin große Sorgen. Dann leistet einer ihrer Freunde bessere Arbeit als jeder Ermittler. Er erinnert sich daran, dass Sydney vor ihrem Verschwinden erzählt hat, sich mit einer Frau namens Audrey treffen zu wollen, die sie auf Tinder kennengelernt hat. Er findet das Profil sogar tatsächlich und kann der Person die Telefonnummer entlocken. Kurz danach stehen die Ermittler vor der Wohnung der Person. Dort treffen sie Bailey Boswell und Aubrey Trail an. Außer einem beißenden Bleichmittelgeruch kann jedoch nichts Verdächtiges festgestellt werden. Allerdings haben die beiden sich nachweislich mit Sydney getroffen und sind damit die Person, die sie zuletzt gesehen haben. Im Dezember wird dann ihre zerstückelte Leiche entlang einer abgelegenen Straße in Nebraska entdeckt. In den Vernehmungen gestehen die beiden, dass sie etwas mit dem Tod von Sydney zu tun haben. Die immer anderen Geständnisse scheinen jedoch nicht genau das Tatgeschehen wiederzugeben. Im Juni 2018 werden Bailey und Aubrey dann wegen Mordes angeklagt. Hinter der Tat steckt allem Anschein nach ein krankes und perverses Sexspiel. Sie haben Sydney unter einem Vorwand eingeladen, die nicht wusste, dass bei dem Treffen noch ein Mann dabei ist, sie gefesselt und missbraucht. Letztendlich ist die junge Frau durch Erdrosseln mit einem Kabel getötet worden. Die beiden Mörder haben die Leiche dann zerstückelt und in Mülltüten abgepackt. Im Anschluss wollten sie nach Mexiko fliehen. Im Prozess werden auch andere Frauen angehört, die berichten, dass die beiden schon länger ein perfides Spiel auf Tinder getrieben haben. Bailey lockt die Frauen auf ein Date und plötzlich kommt Aubrey hinzu und zwingt die Opfer zu grausamem Geschlechtsverkehr. Da Sydney sich laut dem Obduktionsbericht heftig gewehrt hat, musste sie offenbar sterben. Bailey erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe, wohingegen Aubrey zum Tode verurteilt wird.
Daniel Rusticane aus Großbritannien ist Ende letzten Jahres tot in seinem Bett in Buenos Aires aufgefunden worden. Beim Entdecken seiner Leiche war der 60-Jährige ans Bett gefesselt. Seinen Wagen, ein Ford Ranger, fand man einige Blocks entfernt. Darauf haben sich am Lenkrad Fingerabdrücke unbekannter Personen befunden. Zunächst können sich die Ermittler keinen Reim auf die Umstände seines Todes machen. Eine Obduktion ergibt, dass Daniel an einem Herzinfarkt verstorben ist. Es stellt sich aber die Frage, wer ihn gefesselt hat. Denn das kann er schlecht selbst gemacht haben. Ein Freund von ihm sagt aus, dass Daniel ihn in jener Nacht kurz vor seinem Tod kontaktiert hat. Laut seiner Aussage war er mit zwei, drei Frauen zusammen, die er zuvor über Tinder kennengelernt hat. Es besteht laut Staatsanwaltschaft auch die Möglichkeit, dass Daniel gegen seinen Willen gefesselt wurde und er infolge eines Schocks den tödlichen Infarkt erlitten hat. Was auch für ein Fremdverschulden spricht, ist die Tatsache, dass einige Wertgegenstände aus seinem Besitz gestohlen worden sind. Von einem tragischen Unfall bis hin zu einem Tötungsdelikt ist demnach alles möglich. Der Fall wird derzeit noch von den argentinischen Behörden untersucht. Das Tinder-Trio scheint sich allem Anschein nach noch auf der Flucht zu befinden. Die 25 Jahre alte Ashlyn Black aus dem Bundesstaat Utah ist 2020 ebenfalls auf Tinder unterwegs. Dabei lernt sie den etwa gleichaltrigen Ethan Hunsaker kennen. Die beiden treffen sich am 23. Mai in einer Bar. Danach gehen sie gemeinsam zu Ethans Wohnung. Offenbar verbringen sie ein paar romantische Stunden miteinander, ehe sie gemeinsam einschlafen. Gegen 3 Uhr in der Nacht erhält die Polizei jedoch einen Notruf von Ethan. Er teilt seinen Namen sowie seine Adresse mit und sagt, dass er eine Frau getötet habe. Als die Polizisten eintreffen, finden sie im Schlafzimmer den leblosen Körper von Ashlyn vor. Todesursächlich waren Würgemale am Hals sowie mehrere Stichverletzungen im Oberkörper. Ethan sagt aus, dass er das spätere Opfer an jenem Abend das erste Mal getroffen hat. Das Date verlief offenbar ganz normal, ohne jegliche Konflikte. Doch als er mitten in der Nacht aufgewacht ist, hat er seine Hände um Ashlyns Hals gelegt und so fest zugedrückt, wie er kann. Sie sei wach geworden und habe um ihr Leben gekämpft. Anschließend holt er ein Messer aus der Küche und sticht 10-mal auf sie ein. Laut eigener Aussage leidet Ethan unter psychischen Problemen. Er habe seit langem mit mörderischen Gedanken zu kämpfen. Ashlyns Familie hat nach der Tat eine herzzerreißende Erklärung abgegeben. Darin heißt es unter anderem, Zitat, ein Monster hat unserem kleinen Mädchen das Leben in einem ebenso sinnlosen wie bösen Verbrechen genommen. Unsere Herzen sind für immer gebrochen und unser Leben ist für immer verändert. Ashlyn hat sich aufopferungsvoll um Kinder mit besonderen Bedürfnissen gekümmert. Sie stand kurz davor, ein Kind mit Down-Syndrom zu adoptieren. Völlig sinnlos ist sie von einem Wahnsinnigen aus dem Leben gerissen worden. Das Urteil ist in dem Fall noch nicht gefällt worden. Fest steht, dass der Angeklagte wegen Mordes für schuldig befunden wird. Unklar ist jedoch noch, ob und wie lange er vor seiner Haftstrafe in eine Psychiatrie muss. Ingrid Lyon hat 1997 die Krankenpflegeschule erfolgreich abgeschlossen. Im Bundesstaat Washington, genauer gesagt in Seattle, ist sie dann als Krankenpflegerin tätig. Einige Jahre lang ist sie auch verheiratet. Zusammen mit ihrem Mann bekommt sie 3 Töchter. Doch 2013 lassen die Eheleute sich scheiden. Als die alleinerziehende Mutter die ganze Trennung verarbeitet hat, sehnt sie sich langsam wieder nach Zweisamkeit und Liebe. In diesem Zug lernt sie 2016 online einen Mann kennen. Während ihre Töchter bei ihrem Vater sind, trifft Ingrid den Mann im April 2016. Die beiden gehen zu einem Spiel der Seattle Mariners und anschließend besuchen sie eine Bar. Als Ingrids Ex-Mann die Kinder am nächsten Tag wieder zu ihr bringen will, fehlt von der attraktiven 40-Jährigen jedoch jede Spur. Über Facebook findet ihre Mutter den Mann, mit dem Ingrid tags zuvor ein Date hatte, John Charlton. Er sagt, dass er sie zwar getroffen habe, aber nicht die Nacht mit ihr verbracht hätte. Stunden später kommt es jedoch zu einer grausamen Entdeckung. Etwa 1 Kilometer von Ingrids Wohnung entfernt werden Teile ihrer sterblichen Überreste in einem Mülleimer entdeckt. Da John sie zuletzt lebend gesehen hat, wird er umgehend verhört und als dringend tatverdächtig eingestuft. Dabei stellt sich heraus, dass er obdachlos ist. Mit dem Tod von Ingrid will er allerdings nichts zu tun haben. In der Wohnung der Getöteten entdecken die Ermittler eine Schnittsäge, an der noch Blut, Haut und Knochen des Opfers haften.
Andere ihrer sterblichen Überreste werden kurz darauf in einer Recyclinganlage gefunden. Laut Rekonstruktion hat John Ingrid an jenem Abend in ihrer Wohnung erwürgt und den Leichnam dann zerteilt. Ihren Wagen hat er einige Blocks weit weg einfach abgestellt und seine Fingerabdrücke dort hinterlassen. Im Prozess 2018 bekennt er sich schuldig und wird zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Motiv konnte auch vor Gericht nicht eindeutig eruiert werden. Offenbar hat John sie jedoch aus Scham getötet, da er ohne einen festen Wohnsitz gelebt hat und regelmäßig mit seiner Ex-Freundin verkehrt hat. Statt ehrlich zu Ingrid zu sein, die sich allem Anschein nach eine Beziehung mit ihm gewünscht hat, mutiert er zum eiskalten Mörder. Viele Teile der Leiche von Ingrid konnten nie geborgen werden. Sie hinterlässt drei Töchter, die von nun an ohne ihre Mutter aufwachsen müssen. Lee Swanson aus Michigan gilt Ende 2012 einige Tage lang als vermisst. Zuvor hat sie ihre Mutter angerufen und ihr mitgeteilt, dass sie ein Date mit einem Mann namens Steve gehabt hätte, den sie online kennengelernt hat. Doch das Treffen sei nicht sonderlich schön gewesen. Sie habe ein schlechtes Gefühl und würde jetzt nach Hause fahren. Doch dort kommt sie nie an. Als die Ermittler den Anruf später zurückverfolgen, führt die Spur zum Haus des 30-jährigen Steve Farby. Als die Polizisten an seiner Tür stehen und ihn befragen wollen, hören sie einen Schuss aus dem Haus. Kurz danach ist klar, Steve hat sich selbst getötet. Als die Ermittler daraufhin das Areal untersuchen, wird nur knapp 100 Meter entfernt in einem Waldstück die Leiche der vermissten Lee entdeckt. Erschossen mit derselben Waffe, mit der auch Steve sich umgebracht hat. Kritik gab es beim Bekanntwerden des Mordes seitens der Öffentlichkeit. Da die Polizei tagelang gebraucht hat, ehe sie sich zum Haus des Täters aufgemacht haben, um dem Verbleib von Lee auf den Grund zu gehen. Zudem hat das Facebook-Profil von Steve düstere und komische Züge gehabt, die laut der Meinung vieler Anwohner einen Verdacht hätten wecken müssen. Doch das alles holt die damals 45-jährige Lee Swanson nicht zurück. Sie ist völlig sinnlos und quasi ohne Motiv von einem geisteskranken Täter ermordet worden. Jaemin Wang lernt 2018 den Boxer und Käfigkämpfer Gary Chu auf Tinder kennen. Die beiden daten sich eine Zeit lang in Taiwan. Wang weiß zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht, dass Gary ein brutaler Frauenschläger ist. Seine Ex-Freundin soll er sogar zeitweise gefangen gehalten haben. Wang wird am 20. Mai zuletzt lebend gesehen, als sie mit Gary dessen Apartment in Neu-Taipei betreten. Danach fehlt von der 27-Jährigen jede Spur. Ihr Bruder startet daraufhin eine Facebook-Suche. Als er von Garys gewalttätiger Vergangenheit erfährt, überkommt ihn ein mulmiges Gefühl. Tatsächlich antwortet Gary selbst sogar auf den Post. Er schreibt, dass er Wang nie wehgetan hat oder sonst was. Tatsächlich ist die Frau zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Gary hat Wang in seiner Wohnung ermordet, zerstückelt und die Leichenteile in Mülltüten gepackt. Als er die aus seiner Wohnung trägt, wird er von einer Kamera gefilmt. Das Motiv für die unmenschliche Tat? Laut seinen Aufzeichnungen hat Wang ihn angelogen. Sie sei demnach doch keine Jungfrau mehr und habe weiter mit anderen Männern gechattet. Als die Ermittler ihm schließlich auf die Schliche kommen, ist Gary verschwunden. Letztendlich hat er dann bewiesen, dass er zwar Muskeln wie Berge, dafür aber keine Eier in der Hose hat. Gary erhängt sich vor seiner Verhaftung an einem Baum. Bei sich trug er einen Zettel mit der Aufschrift »Sie hat mir Unrecht getan«. Michael Sandy stammt aus Bellport, New York. 2006 lebt er in Brooklyn, wo er in einer IKEA-Filiale arbeitet. Gegen Ende des Jahres lernt er in einem Online-Chatroom Anthony kennen. Die beiden tauschen heiße Nachrichten aus und verabreden sich zu einem Treffen an einem Rastplatz in Brooklyn. Doch Anthony ist nicht homosexuell. Statt eines romantischen Dates will er Michael zusammen mit zwei Komplizen ausrauben und zusammenschlagen. Am 8. Oktober treffen die beiden sich und fahren dann zum besagten Rastplatz. Dort warten Anthonys Komplizen. Ohne Vorwarnung greifen alle drei Michael an. Sie schlagen ihn und durchsuchen sein Auto. Michael kann sich mit letzter Kraft losreißen. Unter Todesangst läuft er davon und ruft verzweifelt um Hilfe. Verfolgt von den drei Angreifern führt der einzige Fluchtweg über eine Autobahn. Dort holen die drei ihn ein und schlagen weiter auf den Mann ein. Michael springt in einem Moment auf die Mittelfahrbahn und wird in der dunklen Nacht von einem Pickup angefahren. Die drei unmenschlichen Täter durchsuchen anschließend die Taschen des lebensgefährlich Verletzten und überlassen Michael dann einfach seinem Schicksal.
Der wird kurz danach entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht. 5 Tage später erliegt er seinen schweren Verletzungen, ohne dass er jemals wieder das Bewusstsein erlangt hat. Spuren auf dem Computer des Opfers führen die Ermittler schnell zu den Tätern. In den Vernehmungen sagen sie aus, dass sie einen Hass auf schwule Männer hätten. Schon öfter haben sie Homosexuelle in eine Falle gelockt und sie dann verprügelt. Die drei etwa 20 Jahre alten Täter werden jeweils zu Haftstrafen von maximal 20 Jahren verurteilt. Mit guter Führung könnten sich einige von ihnen bereits wieder auf freiem Fuß befinden. An der Stelle, wo Michael Sandy damals angegriffen wurde, erinnert noch heute eine Gedenktafel an ihn. Der Pickup-Fahrer, der ihn damals überfahren hat, konnte bis heute nicht ausfindig gemacht werden.